So, ein weiterer Favorit ist eher eine Wiederentdeckung. Zwar lieber auf den ersten Blick mit diesem rosafarbenen Cover, das eine Küche aus den 50er Jahren zeigt, die einige Unwahrscheinlichkeiten zeigt, können Sie sich vielleicht nachher nochmal in Ruhe anschauen. Die amerikanische Schriftstellerin Shirley Jackson, von ihr ist das Buch und es heißt Krawall und Kekse, ist früher berühmt gewesen für ihre ausgeklügelten Gruselgeschichten. In Amerika werden die noch sehr viel gelesen. Neulich lief im Fernsehen auch eine sehr, sehr gute Verfilmung von einem ihrer Bücher. Aber sie hat eben auch leichtfüßige Kolumnen geschrieben über ihr eigenes Familienleben, auch um das damals eher mäßige Familieneinkommen aufzubessern. In den 1950er Jahren fasste sie die Texte dann zu einem Roman zusammen und der ist nun auf Deutsch im Arche Verlag erschienen unter dem Titel Krawall und Kekse. Allerdings ist der Originaltitel Life Among the Savages, ungefähr Leben unter Wilden, vielleicht noch passender. Das Buch beginnt mit einer Wohnungskündigung und die Suche nach einer bezahlbaren Behausung für die stetig wachsende Familie gestaltet sich äußerst schwierig und endet schließlich im ländlichen Vermont in einem total runtergekommenen riesigen ehemaligen Herrenhaus. Die Miete ist verdächtig günstig und der Vermieter ist verdächtig entgegenkommend. Dass es ein Haus mit sehr eigenem Charakter ist, das wird sehr schnell klar. Ich zitiere einmal von Seite 25. Ein Schlafzimmer entschied sich für die Kinder. Weil es groß und hell war, an einer Wand unverkennbare Wachstumsmarkierungen aufwies und nichts dagegen zu haben schien, wenn auf der Tapete Stiftspuren auftauchten oder Farbe auf dem Boden verschüttet wurde. Zitat Ende. Also die Räume scheinen selbst zu entscheiden, welche Möbel und Bewohner sie aufzunehmen bereit sind. Auch ob man die Zimmer bei jedem der Versuche wiederfindet, wenn man sie sucht, ist hier nicht selbstverständlich. Es geht auch um eine unberechenbare Haushaltshilfe, liegengebliebene Autos, eine überaus engagierte Lehrerin, erfundene Spielkameraden der Kinder, neugierige Nachbarn und vor allen Dingen die Kinder selbst halten die Chronistin, die sehr zurücktritt in dieser Handlung, mächtig auf Trab. Der eher unpraktisch veranlagte Ehemann ist ihr nicht wirklich eine Hilfe. Er gibt zu verstehen, dass er am liebsten erst so richtig intensiv mit den Kindern zu tun hat, wenn die wenigstens mit Messer und Gabel essen können. Ich mochte am liebsten Shirley Jacksons liebevollen und zugleich unbestechlichen Blick auf ihre Kinder, die als ganz eigene Charaktere geschildert werden. Und ich mochte die Dialoge, die habe ich so wirklich noch nie gelesen, inklusive Zwischenrufen, unterbrochen werden und aneinander vorbeireden. Das ist so richtig wie im wahren Leben 1950er Jahre oder heute. Eine großartige Wiederentdeckung, auch absolut stimmig durch das informative Nachwort der Übersetzerin Nicole Seifert. Es erwartet einen eine tröstliche Lektüre mit hintergründigem Witz und feiner Ironie über die manchmal absurden Anforderungen des Alltags. Und die englische Zeitung The Guardian schrieb über dieses Buch: Ist es ironisch oder folgerichtig, dass einer der großartigsten Texte über Mutterschaft von einer Horrorautorin stammt? Krawall und Kekse.